Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Watch Dogs 2. Ich habe mich umgezogen. Ich habe mir ein Hoodie angezogen, eine neue Mütze. Schuhe sind gleich. Tasche ist gleich, wobei ich eine andere Tasche haben möchte gerne. Ja, gut so. Du und ich, wir wissen, wie es läuft. So, und gerade während ich mich umgezogen habe, kam ein Anruf rein und zwar... vermuten wir, dass, also halt, der Zweck vermutet es, dass Home einen Deal hat mit Bloom. Und die haben auf jeden Fall Daten an die verkauft, gesammelt und an die verkauft und ja. Daraufhin hat Markus gesagt, oh, dann sind wir ja zur rechten Zeit da hingekommen. Und ja, ich hoffe, ich habe euch das Gespräch jetzt... ah ja, noch so ein bisschen yo, yo, yo. Und ja, dann ist das Gespräch eigentlich gut wiedergegeben. Also, wir laufen hier mal durch die Hinterhöfe. Das finde ich eigentlich ganz schön. So. Ist es denn, was wir machen wollen? Nebenoperation, ne? Ja. Genau. Lauf, Markus, lauf. Ah, ich finde das Outfit cool. Ah, die Hose, die könnte noch ein bisschen cooler sein. Ich habe aber keine coole Hose gefunden. Ich werde niemals so viel Geld haben, dass ich mir eine Drohne holen kann, weil ich mir immer neue Anziehsachen kaufe. Okay, vielleicht sollten wir wirklich sparen. Mein Konto wurde zweimal gehackt. Ja? Tja, wart's ab, bis dich jemand im Café hackt und dir die Daten für deine Firmengründung klaut. Uiuiui. Oh, der ist irgendwo reingetreten. Los, heul doch! Okay. So, was passiert nun? Wir hacken uns jetzt bei ihr rein, ne? Deine Nichte hat ziemlich viele Zuschauer. Wahrscheinlich alles Perverse und hohle Teenies. Die brauchen Nachhilfe zum Thema Internetsicherheit. Keine Sorge, wir erschrecken deine Nichte ein bisschen. Hey Leute, hier ist Cindy, aka Danceboo01. Und das hier ist für JohnBoy415. Oh! Jimmy! Bleib aus meinem Zimmer, Jimmy! Als wenn ich da einen Fuß reinlege. Ach, leck mich! Das ist deine Kackmusik! So hört sich richtige Musik an, du Loser! Oh, Mom! Jimmy verstellt meine Musik! Ich hab meine Kante! Oh, ich hasse dieses Haus! Oh, diese Scheißmusik, das ist doch das Letzte! Oh, John Boy, ich kann nichts dafür! Das ist Jimmy, ist mein blöder Bruder! Dieser Jadis! Ich mag dich so sehr, John Boy! Wieso hast du mit dieser Schlampe Lorraine rumgemacht? What? Das ist ein bisschen eskaliert. That escalated quickly. Ist erledigt, glaube ich. Danke, Mann. Cindy und ich werden uns heute noch ernsthaft unterhalten. In der Zwischenzeit stelle ich ein Paket für mehr Online-Sicherheit für die Kids zusammen. Wenn es von DedSec kommt, nutzen Sie es. DedSec ist cool, oder? Ich hoffe doch. Jo. Sorry. Jo, kein Problem, ich möchte hier nur ans Geld.
So, was machen wir als nächstes? Konstrukteur von Smart Homes in der Bay Area wird beschuldigt, die Privatsphäre der Hausbesitzer verletzt zu haben. Geleakte Dokumente belegen, dass Home sein eigenes Überwachungssystem anzapft und Nutzerinformationen verkauft, vorrangig an Krankenversicherungen. Laut Unternehmenssprecherin Elena Chao würde die Privatsphäre der Nutzer mit dem Verkauf der Informationen nicht verletzt, was der Endbenutzervereinbarung des Unternehmens zu entnehmen sei. Okay. Wir schauen mal, was es hier noch so gibt. Da war noch irgendein Leben. Home-Eindringling. Können wir noch eben machen. Ah, so eine E-Card-Challenge. Die erste E-Card-Challenge abschließen. Teller traut dir zu, die reichen Kids in einem Rennen zu schlagen. Ah, da habe ich jetzt nicht so Lust zu. Wir machen mal das hier. Übelst weit weg. Moment, auf der Karte haben wir aber noch, das habe ich gerade noch gesehen, machen wir mal kurz das hier. Guck mal, ob wir da dran kommen. Das ist schön. Was gibt's hier oben so? Kein Geld. Nur Texte. So, das scheint hier weiter oben zu sein. How? How do we come up there? Wie denn? Ich habe einen coolen Artikel über Hamsterzucht gelesen. Ich suche ihn mal raus und schicke dir den Link. Ich habe bei Noodle News extra einen Alarm geschaltet. Alles mit Hamstern. Ding! Die Artikel sind eher deprimierend. Aber der eine war gut. Rede mit mir, Ratio. Was ist da los? Primate saugt Daten von dir ab. Finde raus, wer das ist, bevor der Transfer vollständig ist. Such jemanden, der sich seltsam benimmt. Oh, nervt mich das. Das nervt mich. Nee. Ich möchte da nicht bleiben. Ich fahr jetzt weg. Mir ist das sowas von egal. So, ich schau mal kurz. Ich will das nämlich nicht mehr. Also ich will das überhaupt gar nicht. Nee, ich will... Ich will, dass das aufhört. Spieleoptionen. Online-Session beenden. Aha. Okay. Gut. So, jetzt haben wir ein Auto. Jetzt können wir mal kurz gucken. Wir müssen... Ah ja, genau, da wollten wir hin. Ich erinnere mich, dass es im ersten Teil auch so war, dass sie dann auf einmal da waren. Total nervig. Ich finde es sowas von nervig. So, Painted Ladies. Cooler Name auf jeden Fall. Aber... Wie kommen wir denn da dran? Einen tödlichen Schock. Einen nicht tödlichen Schock, okay.
Ich habe keine Ahnung. Oh ja, irgendwann können wir Ampeln hacken. Hacken, hacken. Bin ich jetzt hin und her gegangen? Da ist es. Ich hin und her gegangen, ne? Ich habe keine Ahnung. Da habe ich jetzt auch gerade keine Geduld für. Nehmt es mir nicht böse. Wir gucken, dass wir jetzt die... Wo ist sie denn? Ja, die hier machen. Und ach, hier sind auch ganz, ganz viele Forschungspunkte. Das finde ich sehr gut. Wir können eine Reise zur Auto-Elite machen. Machen wir mal. Ne, warte mal. Wir gucken mal kurz, wie weit sind das überhaupt weg. Oh ja, wir machen da eine Reise hin. Oder hier hin. Zum Restaurant. Essen. Mmh. Yummy. Aber jetzt habe ich auch ein bisschen Hunger, jetzt wo ich an Essen gedacht habe. Und an ein Restaurant. Restaurant. So. Okay, ich hoffe, wir haben jetzt keine PvP-Begegnung mehr. Und ja. Oh no. Oh no, ich will aussteigen. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Musik ausmache. Ich weiß gerade nicht, wie ich die Musik ausmache. Ich hoffe, ich bekomme da keinen Strike. Ich werde das muten. Ich schreibe das mal kurz auf. Ich weiß, ich hatte jetzt bisher hier gar keine Probleme mit Strikes oder sowas. Also immer nur so Urheberrechte und sowas. Also habe ich ja schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass wenn hier Werbung drauf ist, dass das nicht von mir ist, sondern von Leuten, die Urheberrechtsansprüche haben. Und oh, jetzt weiß ich... Bin dran vorbeigefahren. Und ja. Aber das war jetzt... Also da habe ich zu sehr Angst vor. So. What happened there? Macht er? Moment. Das gibt's doch nicht. Das gibt es doch nicht. So, wir hacken uns jetzt mal hier rein. Ja, nur die Ruhe.
Ich gehe gerade meine Kinderfeeds durch, Mann. Ladies and Gentlemen, Perverso Cole. Scheiß Triebtäter. Stellen wir ihn kalt. Ist für jeden Geschmack was dabei. Okay, also wann hast du Zeit? Ich brauche was Neues fürs Wochenende. Die Preise steigen, Gris. Bei mir kriegst du echt exklusives Material. Ein Kunde, ein Kind. Also ich weiß nicht, Mann. Du bist nicht mehr der einzige. Au, was zur Hölle machst du denn, Gris? Ich hab gar nichts gemacht. Oh, kannst du mich hören? Ja, das muss bei dir gewesen sein, Mann. Wo bist du hin? Ich bin hier. Nein, nicht du, Gris. Hast du jetzt die Filme oder nicht? Ja, nein, alles ist cool. Allerdings habe ich da vielleicht noch ein anderes Kind für dich. Shit, jetzt habe ich den Faden verloren. Fuck! Meine Filme! Meister, meine Filme? Sind sie hier? Nein, Gris, du kriegst die Videos. Ich muss dich bloß zurückrufen. So eine Scheiße verdient. Tausende von Dollar. Alles für meine Schätzchen. Meine Jungs, meine Mädchen. Wer macht das? Welches kranke Schwein spioniert andere aus? Verpiss dich aus meinem Haus. Verpiss dich. Ich werde dich finden, verdammt. Ich werde dich finden. Ich muss weg. Ich muss weg. Schön. Habt ihr alles gekriegt? Yep. Echt zum Kotzen. Am liebsten würde ich den Scheißkerl durch die Kamera erwürgen. Keine Sorge. Die Aufnahmen sind schon veröffentlicht. Das Erwürgen übernimmt die Öffentlichkeit. Na, hoffentlich. Hey, Forschungspunkte sind verfügbar. Ist ja gut. Aber wir wollen hier die Forschungspunkte haben. Ups. Da war ich zu voreilig. Aber hier sind ganz viele. Schauen uns mal erstmal die anderen an. Ich meine, der wäre einfach gewesen, aber. Oh, ich hab's auf die Treppe geschafft. Alter Verwalter. So, ich hoffe, der bekommt auf jeden Fall seine gerechte Strafe. So. Und hier müsste eins auch eins sein. Irgendwo. Oh, da ist ein Kran. Aber hier müsste doch eins sein. Na gut. Dann gehen wir mal nach oben. Wo ist dieses Ding? Da. Oh. Da unten. Nein! Ich will nur da drüber. Okay, Moment mal. Dann müssen wir ein bisschen tiefer. So, jetzt aber. Ja. Okay. Entsperren. Ich glaube, wir müssen nach oben, ne?
Hups. Was war das? Oh ne. Naja. Ah. Entfrischungspunkt. Wundervoll. Gehen wir mal wieder hier runter. Check. Warum das ja so klein drauf macht. Oh, danke schön. So. Was ist denn mit dem da? Im Sausalito. Sind wir in Sausalito. Die Vorgärten? Schon okay. Oh, darf ich dich mal kraulen? Hat ihm anscheinend gefallen. So, oh. Ah, okay. Hier waren wir ja in einer der ersten Folgen auch. Und gar nicht mal so lange her. Hier müsste auf jeden Fall irgendwas sein, was wir hacken könnten. Hier unten. Ah. Okay, Moment. Wir kommen da nicht rein. Warum nicht? Weil wir da eine Bombe brauchen. Wir haben aber noch keine Bombe. Na gut, ich würde sagen, dann beenden wir die Folge hier jetzt. Wir gehen zurück. Und wir merken uns, manche Sachen sind einfach noch... Oh, oh, hallo, hallo. Okay. Manche Sachen, da sind wir jetzt einfach noch zu früh hier. Ah, warte. Den da hinten, den können wir aber noch holen. Auf jeden Fall. Moment. Das laufen wir natürlich der Musik hinterher. Hier hinten müssen wir jetzt auch dran kommen, weil ich weiß noch, in den ersten Folgen wusste ich nicht, wie wir das machen sollten. Oh, die sehen sehr verrückt aus. Aber wir können das jetzt steuern. Und wir setzen uns einfach hier drauf und steuern das. Und hoffen einfach, dass wir hier hochkommen. Nee, höher geht's nicht, aber wir können da hoch. Okay. Hallo? Jo, okay. Nehme ich an. So, und dann können wir das hier machen. Und dann haben wir diese Forschungspunkte. Yay. So. Ja, wir sehen uns dann einfach übermorgen wieder zu einer neuen Folge Watch Dogs pünktlich um 15 Uhr und... Ja, bis dahin. Mach's gut und tschüss.